Es ist gut 5 Jahre her, dass Land Rover den Discovery Sport als Nachfolger des Freelanders vorgestellt hat. Und das Fahrzeug ist extrem erfolgreich. Mittlerweile wurden fast 500.000 Einheiten verkauft. Und jetzt kriegt der Discovery Sport ein Facelift. Und ich schaue mir heute mal an, was hat er eigentlich an neuen Features an Bord, wie fährt er sich und vor allen Dingen, was ist eigentlich insgesamt neu am neuen Discovery Sport. Mit über 2 Metern Breite ist der Discovery Sport von vorne schon eine recht ordentliche Erscheinung. Und im Rahmen des Facelifts hat das Fahrzeug unter anderem einen neuen Kühlergrill bekommen und einen komplett neuen vorderen Stoßfänger. Wichtig hierbei ist, wir fahren die Ausstattungslinie Air Dynamic, also die etwas sportlichere Version. Und deswegen ist unser Stoßfänger vorne nochmal anders als beim normalen Fahrzeug. Wir haben hier unten diesen Splitter quasi drin. Das heißt, der Wagen sieht einfach vorne ein bisschen dynamischer aus. Und bei uns ist das alles in Wagenfarbe, während die Standardversion hier unten dunklen Kunststoff hat. Außerdem ganz wichtig, der neue Discovery Sport hat serienmäßig LED-Scheinwerfer an Bord. Es gibt aber optional auch Matrix-LED-Scheinwerfer mit einer anderen Tagfahrlichtsignatur. Die kosten jedoch 2.000 Euro Aufpreis. Unser Testwagen hat den großen Diesel an Bord. Das heißt, wir reden hier über einen 2 Liter Vierzylinder Turbodiesel mit 177 kW bzw. 240 PS. Und 500 Newtonmeter maximalen Drehmoment. Und der ist hier gekoppelt mit einem Automatikgetriebe und mit Allrad und das serienmäßig. Dieses Paket, das funktioniert hier im Fahrzeug wirklich sehr gut. Der kommt mit den rund 2 Tonnen Leergewicht sehr ordentlich klar, der Antriebsstrang. Und so kann man dieses Fahrzeug sowohl schön ruhig fahren, wie auch ein bisschen sportlicher, wenn man es denn gerne möchte. Der Discovery Sport hat die wichtigsten Assistenz- und Sicherheitssysteme bereits in der Basis an Bord. Dazu gehören unter anderem ein Notbremsassistent, dazu gehört ein Spurhalteassistent, eine Rückfahrkamera oder auch ein Tempomat. Es gibt aber natürlich optional wesentlich mehr zu kaufen, wie zum Beispiel ein Querverkehrswarner beim Rückwärtsfahren, einen Parkassistenten und so weiter und so fort. Und so kann man sich das Fahrzeug eben so konfigurieren, wie man es gerne möchte. Am Heck des Discovery Sport kann man sehr schön die Höhe des Fahrzeugs sehen. Es sind nämlich 1,73 Meter. Außerdem wichtig ist, mittlerweile gibt es die Heckleuchten je nach Ausstattungslinie bzw. gewählter Sonderausstattung in LED-Ausführung und mit dynamischem Blinklicht. Und bei uns im Fahrzeug hier in der Ausstattungslinie Air Dynamics soll der Wagen ein bisschen sportlicher daherkommen. Deswegen sehen wir hier einen angedeuteten Diffusor und diese angedeuteten Auspuffauslässe. Und ich finde, er steht von hinten sehr ordentlich da und erinnert stark an den normalen Discovery. Bei der Neuauflage des Discovery Sport gab es für Land Rover 2 wichtige Ziele. Eines, das Auto sollte komfortabler werden und 2, es sollte nochmal dynamischer werden. Und beides hat man tatsächlich erreicht. Direkt nachdem wir losgefahren sind, ist mir sofort aufgefallen, der Wagen ist insgesamt deutlich ruhiger als der Vorgänger, was das Geräuschniveau angeht. Und wenn man ihn dann fährt, gerade hier auf diesen kurvigen Bergstraßen, merkt man, er liegt einfach nochmal satter und ist tatsächlich nochmal besser zu handeln. Das Interieur des Discovery Sport wurde deutlich aufgewertet und so finde ich, egal wo ich hinfasse, nur noch Softtouch-Materialien, kein Hartplastik mehr. Außerdem wurde die Mittelkonsole um rund 90 mm angehoben und wir haben jetzt hier den Schaltknopf vom Range Rover Sport im Fahrzeug und das sorgt einfach auch mal für eine ganz andere Optik. Außerdem sorgt es dafür, dass wir ein größeres Fach hier unter der Mittelarmlehne vorfinden, das fasst nämlich jetzt bis zu 7,3 Liter. Was an der Seite auffällt, ist, dass die Scheinwerfer sehr weit in die Seite des Fahrzeugs reichen und wir haben eine relativ kurze Motorhaube und dafür eine sehr flache Frontscheibe. Außerdem wichtig, der Discovery Sport zieht auch Hunde an und er kommt serienmäßig auf 17 Zoll Alurädern daher, aber bei uns hier sind die 21 Zoll, also die größten Räder montiert, die es gibt. Wichtig ist hier jedoch, die sind aufpreispflichtig und können je nach Ausstattungslinie auch deutlich über 3.000 Euro kosten. Wenn wir uns den Wagen insgesamt anschauen, der ist 4,60 Meter lang und damit minimal länger als der Vorgänger. Das liegt an dem neuen Front- und Heckstoßfänger. Ansonsten haben sich die Maße nicht verändert, auch der Radstand ist gleich geblieben, 2,74 Meter. Und natürlich, es ist ein Land Rover und das heißt, er muss geländetauglich sein und deswegen bietet er bis zu 21 cm Bodenfreiheit. Wenn wir uns die Neuerungen an der Seite anschauen, haben wir zum Beispiel hier unten diesen Seitenschweller und der sorgt einfach dafür, dass das Fahrzeug so ein bisschen satter auf der Straße steht und ein bisschen runder wird und damit ja, mehr Dynamik ausstrahlt. Wichtig außerdem ist, natürlich hat der Discovery Sport Rathausbeplankung und auch hier unten diese Schwellerbeplankung, die ist beim normalen Fahrzeug in Kunststoff ausgeführt, also in einem dunklen Grauton. Bei uns, da wir die Air Dynamic Ausstattungslinie fahren, ist das hier in Wagenfarbe, um einfach den sportlichen Charakter nochmal zu unterstützen. Wenn wir weiter nach hinten gehen, sehen wir typisch eine leicht abfallende Dachlinie und ganz wichtig, wenn wir uns das Heck anschauen, diese Form hier, diese Proportionen, die erinnern sehr stark an den großen Bruder, den normalen Discovery.
Das Platzangebot hier vorne für Fahrer und Beifahrer ist wirklich sehr ordentlich. Ich passe hier mit meinen rund 1,95 Meter ganz bequem hinein, habe immer noch ein bisschen Kopffreiheit über und sitze ansonsten sehr bequem, kann, und das ist mir wichtig, das Lenkrad schön nah zu mir ranziehen, habe das Auto damit immer sehr ordentlich unter Kontrolle. Und das Spannende ist, auch hinter mir ist noch wirklich ausreichend Platz, und das haben wir in einem kurzen Zwischenstopp einfach mal ausprobiert. Ich habe jetzt mal angehalten und mich hinter mich gesetzt. Ich habe meinen Sitz nicht verstellt, wie man sehen kann. Ich habe Platz vor den Knien. Ich habe, naja, nicht mehr viel Kopffreiheit über, aber ich kann gerade sitzen und ich bin 1,95 Meter. Was schön ist beim neuen Discovery Sport, ich kann die Rückbank verschieben. Und zwar im Verhältnis 2/3 zu 1/3. Das heißt, ich greife hier runter und kann weiter nach vorne gehen, wenn ich mehr Kofferraum will. Oder weiter nach hinten, wenn ich mehr Platz für meine Beine brauche. Weitere Komfort-Features des Fahrzeugs sind unter anderem das Head-Up-Display, das sehr ordentlich und gut ablesbar die wichtigsten Informationen auf die Frontscheibe projiziert, oder aber die Vordersitze. Die sind nicht nur beheizbar und belüftbar, sondern sie bieten auch noch eine Massagefunktion, was ich persönlich als sehr angenehm empfinde. Aber sie bieten darüber hinaus auch wirklich mehr als genug Komfort. Der einzige, sag mal, kleine Nachteil ist, ich würde mir hier ein bisschen mehr Seitenhalt wünschen, denn gerade wenn man mit dem Fahrzeug ein bisschen dynamischer fährt oder Offroad fährt, dann hilft das einfach, um stabil im Sitz zu bleiben, ohne dass man den Rücken merkt. Mit einem Basispreis von rund 37.000 Euro für den frontgetriebenen 150 PS Turbodiesel als Handschalter wirkt der Discovery zunächst deutlich preiswerter als seine direkten Wettbewerber. Ein BMW X3 zum Beispiel startet erst bei rund 45.000 Euro und ein Mercedes GLC liegt sogar leicht darüber. Beide Modelle jedoch bieten ab Werk sowohl Allradantrieb wie auch eine Automatik. Wählt man nun für den Land Rover jedoch einen vergleichbaren Antrieb, sieht die Welt schon anders aus. Die 200 PS starke Benziner-Variante mit Allrad und Automatik kostet ab 48.900 Euro und ist somit nochmals teurer als die Modelle aus München und Stuttgart. So, ich fahre mit dem Discovery Sport jetzt mal Offroad. Was man sofort feststellt, ist ein Land Rover. Der gehört hier einfach hin. Der Discovery Sport hat das neue Terrain Response System an Bord. Und das merkt man sofort, wenn man hier zum Beispiel Berge rauf fährt, denn das Auto steuert quasi das Drehmoment auf jedes einzelne Rad, so wie man es gerade braucht, und aktiviert auch automatisch zum Beispiel das Sperrdifferenzial an der Hinterachse, wenn es wirklich schwierig wird. Und das macht das Fahren natürlich Offroad deutlich einfacher. Für den Discovery Sport gibt es aktuell 3 Diesel- und 2 Benzinmotoren zu bestellen, und die liefern Leistung zwischen 150 bis rauf zu 249 PS. Wichtig ist, es sind alles Vierzylindermotoren, und wichtig ist auch, außer dem ganz kleinen Diesel, dem 150 PS mit Frontantrieb und Handschaltgetriebe, haben alle Fahrzeuge sowohl Allrad wie auch ein Automatikgetriebe serienmäßig an Bord, und es sind alles sogenannte Mild-Hybrid-Antriebe. Das heißt, hier arbeitet ein Startergenerator mit einem 48 Volt Bordnetz und rekuperiert Energie. Dann gibt es ab Ende des Jahres zusätzlich zu bestellen einen Dreizylinder-Plug-in-Hybrid. Das heißt, wir reden hier über einen Dreizylinder-Benziner gekoppelt mit einem Elektromotor, der dann auch rein elektrisch fahren kann. Eine weitere Neuerung im Discovery Sport ist ein System, das nennt sich ClearSight Smart View. Das kennen wir bereits zum Beispiel aus dem neuen Evoque. Das ist nichts anderes als ein kameragestützter digitaler Rückspiegel. Und diese Kamera, die ist auf dem Dach oben verbaut in der Antenne und liefert quasi ein Live-Bild hier auf den Innenspiegel. Und ich kann mich entscheiden, will ich dieses Kamerabild nutzen oder den normalen Spiegel nutzen. Das Kamerabild hat den großen Vorteil, dass ich zum einen einen deutlich breiteren Winkel sehen kann, als ich es mit dem Auge schaffen würde. Und zum anderen kann ich zum Beispiel, wenn ich auf dem Rücksitz Personen sitzen habe oder das Fahrzeug bis unter das Dach vollgeladen habe, quasi durch diese Person hindurch trotzdem noch sehen, was hinter mir passiert. Die Lenkung hier im Fahrzeug, die gefällt mir im Grunde genommen gut, denn die ist schön direkt, ohne dass sie nervös wirkt, und passt wirklich gut zum Auto. Das Einzige, was mir nicht ganz so gut gefällt, ist, dass diese Lenkung immer wieder zurück will in die Nullstellung, was nicht ungewöhnlich ist, aber hier will sie das mit ein bisschen mehr Kraft. Und das ist für mich ganz klar eine Sache, wo ich sage, da gibt es einen kleinen Abzug, wenn es um das Thema Komfort geht. Der Discovery Sport, der bietet jetzt als 5-Sitzer ein Kofferraumvolumen von 897 Litern mit aufgestellter Rückbank. Klappe ich die Rückbank um, dann wächst das Ganze an auf 1794 Liter. Es gibt ihn jetzt aber auch als 5+2-Sitzer, also mit Platz für 7 Personen. Dann habe ich jedoch hier in beiden Konfigurationen rund 100 bis 150 Liter weniger Kofferraumvolumen. Außerdem wichtig, es gibt für den Discovery auch eine elektrische Heckklappe, nicht so wie hier die mechanische. Und die hat den Vorteil, die öffnet, glaube ich, ein bisschen weiter, denn an der hier habe ich mir jetzt schon mehr als einmal den Kopf gestoßen. Der Discovery Sport schlägt sich im Wettbewerb bezogen auf sein Ladevolumen sehr gut.
So bieten zum Beispiel ein Mercedes GLC oder ein BMW X3 mit 550 bis 1600 Litern in beiden Sitzstellungen deutlich weniger Platz im Kofferraum. Der Untergrund ist jetzt so ein bisschen uneben. Und da kommen uns hier natürlich ganz klar die 21 cm Bodenfreiheit zugute. Und so kann ich hier ganz in Ruhe auch über recht brutales Gestein hinwegholpern, ohne Angst zu haben, dass mein Auto aufsetzt. Ein neues System im Discovery Sport ist das sogenannte ClearSight Ground View oder wie man früher gesagt hat, die durchsichtige Motorhaube. Denn was hier passiert ist, dass das Fahrzeug über eine Kamera an der Front auf den Monitor hier in der Mitte mir quasi zeigt, wo genau meine Reifen gerade sind. Und das heißt, ich kann im Offroad-Gelände zum Beispiel Steine und Ähnliches sofort erkennen. Es hilft aber auch, wenn man zum Beispiel einparken möchte und eben nicht mit seinen Felgen den Bordstein rammen will. Auch hier beim Berg runterfahren, wenn man an eine Kuppe kommt, hilft halt das neue System, weil man sieht eben genau, wo es weitergeht, auch wenn man es durch die Haube eigentlich nicht sehen könnte. Und das heißt, diese sogenannte ClearSight Ground View ist tatsächlich fürs Offroad-Fahren eine große Hilfe. Natürlich bietet der Discovery Sport unterschiedliche Fahrmodi und dazu gehört unter anderem natürlich auch ein Offroad-Modus. Aber ich bin hier die meiste Zeit im Automatikmodus unterwegs gewesen, denn der Wagen erkennt auch so, was er gerade tun muss, um mich beim Fahren optimal zu unterstützen. Laut Datenblatt soll unser Discovery Sport D240 rund 6,5 Liter Diesel auf 100 Kilometer verbrauchen. Wir haben während unserer Testfahrt diese Zahl nicht erreicht. Wir haben eher so um die 8 Liter gebraucht. Und ich denke, wenn man ihn sportlicher, dynamischer fährt, dann sollte man noch mit 9 bis sogar 10 Litern rechnen. Nichtsdestotrotz finde ich die Zahl im Grunde genommen völlig in Ordnung für ein 240 PS starkes, rund 2 Tonnen schweres SUV. Aber auf der anderen Seite gebe ich die Hoffnung nicht auf, dass wir in Zukunft vielleicht Autos fahren, die nochmals deutlich weniger brauchen. Das war meine Probefahrt im neuen Land Rover Discovery Sport. Und es ist schön zu sehen, dass der Wagen all die Vorteile seines Vorgängers nach wie vor mit an Bord hat. Er ist immer noch sehr geländegängig, bietet nochmals mehr Platz. Und außerdem bietet er jetzt neben dem neuen Infotainment und neuen Assistenz- und Sicherheitssystem auch komplett neue Motoren, fast alles sogenannte Mild Hybrids. Und demnächst ist er auch noch als Plug-in-Hybrid bestellbar. Und das ganze Paket gibt es jetzt in einer leicht überarbeiteten, nochmals moderneren Form und auf Wunsch jetzt auch als Siebensitzer.